Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Island 2. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Wir machen weiter mit dem DLC hier und werden ihn wahrscheinlich auch hier in dem Part durchzocken. Deswegen lasst mir auf jeden Fall gerne nochmal ein bisschen Liebe da für das Video. Würde mich sehr freuen. Und danke nochmal an alle Unterstützer bisher. Schauen wir nochmal, wie es jetzt hier weitergeht. Weil bei ihr, ich weiß nicht, ey, bei Grace, es würde mich nicht wundern, wenn die uns irgendwann attackiert. Vielleicht jetzt sogar gleich. Wenn die irgendwie durchdreht oder so langsam, noch mehr als sowieso schon. Ich weiß nicht. Wir werden sehen, Freunde. Wir werden sehen. The returning hero. The one and only. And you've got your cheery smile back, I see. I'm fine. Never doubted it. But you won't be if you stay here. The beat's about to get turned up. Loud. We need to move. No. Remember that Bjor made a sound? I found the real her. She's on our side. She can translate the beat's message. Its message? Its message is die, everyone die. What the fuck are you doing? Getting answers. Whatever this beat is, I have a bit of it inside me. I have to hear it. I have heard it. Get out. Just trust me. Please. Fuck off. If it's part of you, then get the fuck away from me. I knew there was something wrong with you. Fine. Enjoy zombie life, Grace. You'll fit right in. Just go! I mean it! I don't want you in my home any longer! Yeah, hey, okay, hey, wir wollen dich auch nicht. I need you to do something for me. Cadenza? Haven't I helped you enough? We've recombined the beat. I just need you to go to the OSK store on Ocean Avenue and talk to Constantine. He has the file. And you're too busy, huh? I hit an obstacle, so I'm adapting. Do this, and we can finally get our answers. Fine. But you owe me. Tja, was ist die richtige Antwort darauf? Weiß nicht. Vorne, Ja. You're the one making it worse. Ja, aber du oder was? Mensch, Lass du mich in Ruhe! So, Freunde, kurze Getränkepause. Ich habe aktuell eine kleine Kooperation mit Holy Energy, Freunde. Die machen nicht nur Energies, die machen auch Ice-Tees oder Hydration-Drinks, die auf jeden Fall wenig Kalorien haben, ohne Zusatzstoffe und die wirklich mit vielen geilen Geschmäckern echt sehr gut am Start sind. Wenn ihr Neukunde seid, checkt das Ganze aus mit dem Code SORBUS5. Wenn ihr schon länger Kunde seid, für 10% extra Rabatt, dann einfach nur SORBUS den Code eingeben. Checkt den Link in der Videobeschreibung und checkt es gerne mal aus. Gerade die Probierpakete und da könnt ihr auf jeden Fall euch einen direkten geilen Überblick geben, was es so für Geschmäcke gibt, denn da sind wirklich sehr viele echt coole Sorten dabei. Ansonsten würde ich das auf jeden Fall nicht empfehlen. Link in der Videobeschreibung und ansonsten würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Video. Let's go. Okay, so, machen wir weiter. Ich habe jetzt auch ganz kurz nochmal die Ausrüstung angepasst. So. Okay, wir müssen zu Ocean Avenue. Warum wird mir das da unten immer noch angezeigt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich verstehe es nicht. Achso, Ocean Avenue. Achso. Ja, okay. Get it through your dense fucking skull. Dachte schon, ja. Ocean Avenue? Okay. Mhm. Moment, meint. Quest? Okay. Story of Iron? Okay, ja gut, okay, wenn du es willst. Dann machen wir das. Ocean Avenue. Tag. Ja, okay. Lass es mal abchecken. Lass das doch mal abchecken. So, Leute. Schauen wir doch mal. Ich bin echt gespannt, wie lange das Ganze hier noch gehen wird. Was vor allem mit dir passieren wird noch. Mit Gedanza, oder wie sie heißt. Okay. To the OSK Store. Mmh. Hier waren wir auch schon lange nicht mehr. Reiß dich zusammen, Mensch. Elena, Alter. Damit du mir bloß nicht auf den Sack gehst, ey. Drecksau, ey. Lasst mich, ich hab so Angst. Lasst mich.
Ist hier der richtige Eingang? Nee, scheiße. Was geht denn mit der Musik, Alter? Beruhig dich doch mal. Beseitige die Technik-Freaks. Hör auf, mich immer zu greifen, Mann! Gut, weißt du was, wir machen keine alten Sachen. Wir hauen euch direkt zu Klump hier. Bam, 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 Junge. Bam, 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 Junge. Kannst du mal sterben, bitte? Danke. Also nochmal. Sterben meine ich. Schnallst dir rein, Schlosshammer. Achso. Hallo, du bist nicht eingeladen. Stirb. Schnauze. Scheiße. What was that code again? Hey, Constant. Something about Queens loving karaoke in Sambuca? Hello. Friends don't need a code phrase. No, oh, I didn't know robots could have friends. I'm just picking something up for my other very good friend, Cadenza. Cadenza's been bad, and isn't allowed on the sofa. You know, we're actually more acquaintances than friends. I have access, right? You are allowed on the sofa. What an honor. Give me what you got. A song, or chant, four sounds, a repeating sequence. Be a good dog and send that over to Cadenza, would you? Sent. Grand. So, what did Cadenza do to lose her sofa privileges? I urged caution, but you were rash. Now who's clinging to the edge of the pool? What's the point in trying to communicate if we won't listen to the reply? You think we're communicating? Kay's analysis suggests differently. Four sounds. Four nucleobases. G, T, C, A. I believe this is a code to switch the autophage on. The orgone spheres in the prototype speakers could only project so far. The huge speaker in the club has the power to be heard across the world. It's too dangerous, Cadenza. You can't have that sound file. Nobody can. Wow, it's the key to what we are! Cadenza! Oh, that Egypt! Tell me you can unsend the file, Constantine. No. The transfer to Cadenza is complete. Fuck! Did you do that on purpose? Where is she now? Cadenza is located at Sola, where you should be. Yeah, thanks. Ach, Leute, also... das, ach ja. Also, ich sag mal so... Ein Preis für die krasse Story werden sie auf jeden Fall nicht mehr bekommen. Oh Mann. Aber gut. Aber gut. Man mag jetzt vielleicht sagen, ja, aber was erwartest du auch in so einem Game? Ja, es heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem eine geile Story machen kann. Ne? Nur weil es vorher vielleicht nicht war, heißt nicht, dass es jetzt nicht sein kann. Weißt du? So, hier zack, zack. Ja, ich liebe das Schwert. Es geht leider nur... zu schnell kaputt. Aber gut. Ein paar Mangos musst du für Vorteile halt in Kauf nehmen. Aber zieht euch das rein, ey. Das ist so geil. Zack, zack, zack. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr, weil es mein bester Freund ist. Gut, okay, alles klar. Zurück zu Sola. Was gehört? Hallo. Naja. Wie war nochmal der Weg nach oben? Wie war nochmal der Weg nach oben von hier aus? So. Mensch, der Ausflug hat sich ja gelohnt, ey. Cool. Einfach nur cool. So.
Okay, wer hätte gedacht, dass sie uns betrügt, ey, und verarscht und böse ist, ey. Also ich nicht. Ich weiß nicht, ey. Deswegen kann ich auch gerade nicht viel sagen, weißt du, weil ich so richtig überrascht bin jetzt gerade. Krass, ey, ne? Krass. Holy moly, ja. Holy shit of all shit. Yeah. It's calling. It knows I should be there with it. I have to go to it. Grace, don't go anywhere near it. You hear me? Fight it. Fuck. She's going to the main stage. Hör auf mit der Scheiße, ey. Hör auf mich auszupeitschen, du dumme Sau, ey. I can feel the beat growing stronger. No, no, no. Not yet. There's someone I have to get out of here first. I can control it. Do what you have to do. Oh, Schnetzel, Schnetzel, Schnetzel. Die Pistole, die hätte ich ganz gerne. Die Pistole hätte ich ganz gerne. Das tun wir weg, ey. Du hast so viele Waffen, ey. Wie zerschrottet die jetzt? Nee, das geht nicht. Ich kann die nicht zerschrotten. Kann ich die zerschrotten? Dann zerschrotte ich dich, ja. Ich, tut mir leid. Ich brauche nur einen Schrott. Ich brauche Platz. Und Teile haben. Kann ich Schaden, ey. Junge, das ist hier ein bisschen Stranger-Style, wa? Stranger-Things-Style. Tja, diesmal bin ich gesprungen, weil ich gesehen habe, was du da machst. Okay. Was geht denn jetzt, Alter? Das sieht so viel geiler jetzt aus, ey. So viel geiler. Ey, warum krieg ich denn Schaden? Also, was ist hier denn los, ey? Die ist auch gerannt, als wäre hier Sommerschlussverkauf schon. Nein, Gott, ey, Mann, dieser Grabschall, ey, Junge. Dumme Sau, ey. Stirb. Zu tun, Leute. Ich muss weiter. Ich glaube, der ist genau hinter mir. The beat is so strong. It's in every part of me. Not yet, Cadenza. Control it. It has to be heard. Ich muss rennen. Forrest Gump Style, Mann. Was leuchtet denn hier Schönes? An alle Merchant-Mitarbeiter. Aha. Ich hab dich doch gehört, ey. So sei denn mit dir. Junge, was geht ab? Ja, Junge, dieses verdammte Grabsch, ohne Witz, es nervt, Alter. Es nervt so krass, ich hasse es, ey. Vor allem, wenn ich auf dich einschlage, hör auf, mich anzufassen. Ich möchte nicht angefasst werden. Junge, was ist das für ein Trip hier, ey? Oh mein Gott, das Schwert ist gleich schon kaputt. What are you? Just hold on! Grace! Broke? Ich weiß, ich kann öfters auch mal blocken, aber ich kann es auch einfach lassen, weißt du? Das ist der Style. Yo! Geil, Junge! Super, super, Junge. Holy
Holy shit, ich bin gleich tot. Ich bin gleich schon wieder tot. Was zur Hölle war das, Alter? Hallo? Willst du mich verarschen oder was? Oh, diese Schultertaste, ey, das ist so nervig. Ja, den muss ich platt kriegen, ey. Den muss ich ganz schnell platt kriegen, ey. Ich wette mit euch, die kleinen Furz-Piss-Gegner kommen wahrscheinlich die ganze Zeit. Nonstop. Dass er halt tot ist. Verpiss dich. Hau ab, bitte. Danke. Stirb. Das Schießen macht hier keinen Spaß, ey, in dem Game. This set is fire. Nicht großartig. Große, dicke Muskelmann, der kann auch mal verschwinden hier. Muskelmann, geh weg! Ja, die kleinen kommen die ganze Zeit, okay. Muss aufpassen. Komm, Broke! So, und jetzt? Rock die Bühne. Ah! Keine Money mehr! Mosch, ach du Scheiße! Nein, nicht so viel, ey. This set is fire. Nicht so viel. Ey, wieso übertreiben die am Ende? Hm. Wieso übertreiben die am Ende immer? Heil dich! Oh mein Gott! Wieso übertreiben die immer am Ende maßlos? Komm, drück. Scheiße, ich muss den Typen wegmachen, ne? Mann, Alter, hau ab! Der ist immun, der ist immun, ja. Ich muss den hier hochlocken, ja. Du's! Sag mal, du dumme, verschissene Sau, Mann. Hau doch ab jetzt! Dieser Feuerimmune, Junge, der geht mir so hart auf den Senkel, Ich bin schon wieder ein bisschen aufregend, ja. Ist auch Leben am Limit hier schon wieder. So, Leute, Na gut, lad nach. Schieß um dein Leben! Lock ihn jetzt hier rein, oh, komm. Komm jetzt. This
Oh nein! Ich glaube. Holy moly, ey. Dumme Sau, ey. Boah, haben wir es jetzt. Warum immer am Ende, die Jungs? Du merkst einfach, das ist, du merkst, das ist das Ende, wa? Grace, I'm here. Fight it. You're stronger than you think. Too loud. You're a Newman. The voices. Grace, listen to me. They're not gonna hurt you. No. No. Let them in. I can't. You can. See? We're the same. Connected. Those voices you hear, those are other people. Like you, like me. You need to stop fighting them. Let them in. I hear them. Oh. They hear me. You understand? Has its quirks and charms, doesn't it? You hear them too? We can talk later. The beat. We have to stop it. She says, barely able to stand. You're taking a nap. I've got this. I'll find you when it's over. Okay, ruhige Grace, okay. Jetzt muss ich hier rein, oder was? Hier raus, meine ich, ja. Cadenza, look at the sky! What the fuck is happening? Ashun Kalek, Guta Takji! Ashun Kalek, Guta Takji! Okay. You said you could control it! Wollt ihr jetzt immer noch, weil die verarschen, oder was? Wollte ich nur mal eine Werkbank, ja. It is inevitable. Enjoying the show, huh? Lass mich, lass mich, lass mich. Okay. Ich habe ja nichts mehr. Keine Munition mehr. Waffen, alle kaputt gefühlt. Ab in die Eclipse Club. In den Club, Junge, Eclipse. They're heading towards the beast. So. Okay. Okay. So. Nein! Freunde, ich muss es kurz machen. Ich muss ein paar Sachen verkaufen und so. Obwohl, ja, kann man die verkaufen? Doch, das müsste gehen. Ich muss kurz hier das machen, dass ich mein Schwert repariere. Wartet. Okay, mein Schwert konnte ich jetzt nicht retten, aber... Egal, scheiß drauf. Wir gehen jetzt rein. Dafür habe ich ein bisschen Munition hergestellt. Dies, das, ihr wisst Bescheid. Okay, warte. Dann nehmen wir das hier. Das hier raus. Schrot. Das rein. Pistole haben wir. Sturmgewehr. Warte mal, ich hab doch hier Katana. Das hier. So, kurz nachladen. So. Fangen wir mal mit der an, ne? Jesus, it's loud! Halt die Gedanse auf, ja, soll sie kommen. Okay, hier ist ein Medkit, hier ist ein bisschen Energy Drinks. Cadenza, shut it down! Cadenza! 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 Cadenza!
With you. Remember who you are. We dance to our own song. The beat is everywhere! We have to destroy that speaker! I can disrupt the beat, but not for long! You need to kill that! Okay. Was? Immun? Hast du mich verarscht? You need to overload the giant speaker somehow. Komm, stirb. Komm ran hier, komm! Okay. Sehr gut. Ach ja, scheiße, Alter. Ich hab das wohl vercheckt vorhin noch. Stimmt. Durch den Einsatz von dem Rage verliere ich ja auch nicht seine Dinge, wenn ich nicht aufpasse. Was will der von mir? Ach so, ja, okay. You can't just kill it. So. Er muss jetzt hier in der Nähe sein, ja? Jetzt ruhig heraus, wie ich das kaputt mache. Ja, genau. Ihr hört es, wa? Super, jetzt fängt der Nachbar an zu buchen. Super geil, Mensch, ey, Wahnsinn. Ey, hier läuft alles richtig geil. Jetzt auf ihn los. Aha! Komm doch! We
Schnauze. Okay. More mood speakers have turned on. Okay, ach du Scheiße, du. Oh nee, du, ey. Das kann ja wieder ewig dauern, der Bossfight. Komm, scheiß auf dich. Ja, explodier doch mal schneller, ey. Oh nein! Sehr gut. Sehr gut. Aha. Bleib doch da, ey! Komm her hier, stirb! Das reicht immer noch nicht. Sehr gut, das müsste doch reichen jetzt hier, oder? Nee, da ist er nicht. Wo ist er denn? Steh auf. Wo ist der Typ denn jetzt? Warum zeigt er sich jetzt nicht? Ist er hier vorne am Dancefloor oder was? Tatsächlich. Wirf doch! Er schwingt es nochmal rum und nochmal rum, ey. Boah, Alter, das war doch... Ey, kennt ihr das, wenn ihr irgendwas auslösen wollt oder irgendeinen Move machen wollt? Er macht es einfach nicht. Und ihr kriegt dann so ein bisschen Panik, ey, dass ihr zu spät seid, dass er schon wieder abhaut, bevor ihr angreifen könnt. Das war gerade so ein Fall, ey. Cool, oder? Ja, finde ich auch. Oh, Mann, ey. Okay. Sind jetzt wieder Sachen aufgetaucht oder was? Haben wir irgendwie noch ein Energy irgendwo? More mood speakers have turned on. Scheiß, Mann. Ihr Freunde, ihr wisst für Energy auch Videobeschreibung checken, ne? Ihr wisst Bescheid. Hör doch auf, ey. Gott, ey, jetzt macht mich so ein verschissener Scheißgegner platt, oder was? Gott, ich hasse solche übertriebenen Bossfights immer. Töte sie! Töte sie! Lad nach! Schieß! Ey, jetzt geht das Geboren los! So, Freunde. Wollen wir mal hoffen, dass das jetzt nicht weitergeht. Au, au, au. So, ich muss jetzt hier irgendwie... Obwohl, warte, mach keinen Quatsch. Nicht mit der Knarre, ey. Komm. Bin
Bin ich tot? Nein. Aber fast. Gott. Ich brauche Lebensenergie. Irgendwo Lebensenergie. Ich hatte doch gerade noch Lebensenergie. Ey, ich hatte doch gerade noch Lebensenergie, Alter, der verdammte Nachbar hat mich rausgebracht aus dem Nein, sag nicht, ich muss nicht nochmal alles machen. Sag nicht, ich muss nochmal alles machen. Ich muss nochmal alles machen, oder? Oder? Ich hasse das Spiel. Okay, Leute. Hab ich's jetzt, oder was? Besiege den Beat. Ich muss noch jetzt eine Runde, oder was? Eine weitere. Oh Gott, Leute. Ey, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Das ist so nervig gerade. So nervig. Ja, tatsächlich. Ich muss noch eine Runde. Oh Gott, hab ich noch irgendwo, nochmal Medkits oder sowas? Ich hab hier alles verbraucht, wa? Alles hab ich verbraucht. Boah, Junge. Scheiße, ich hab gar nichts mehr. Ich hab gar nichts mehr. Scheiße. Okay. Ja, wenn ich nämlich scheitere, muss ich nochmal alles von vorne machen. Und ich hab keinen Bock mehr. Ich sag euch so, wie es ist. Ich habe einfach keine Lust mehr. Das sind so die Momente, wo ich mir so denke, Junge, warum machst du das eigentlich? Warum machst du das eigentlich? Mein Gott. Ja, kein Medkit mehr. Scheiße. Okay, wenigstens habe ich jetzt noch eins auf Reserve. Jetzt muss ich nochmal. Jetzt muss ich nochmal alles rausholen hier, ey. Stirb! Lass mich! Puh. Ich hab gar keine Lust jetzt zu sterben, Leute. Sehr gut. Oh Gott, gib mir ein Energy oder sowas. Irgendwas. Kill the zombies near the moon speakers. Schnauze. Schnauze, jetzt bin ich fast tot. Nein. Ich muss jetzt erstmal eine Runde drehen. Ey. Fuck. Das bringt gar nichts, ey. Das bringt gar nichts. Es kommt keiner mehr. Nur er, oder was? Oh Gott, das schaffe ich nicht. Hier. Oh Gott! Hier ist kein Zombie mehr in der Gegend, Alter! Oh Gott, Leute! Sie leben am Limit, ey! Let's go! Oh Gott, ich hab keine Heilung mehr, ich hab nichts mehr. Hit it now! It'll kill the giant speaker! Let's go! Oh mein Gott, ey, sorry, ich war jetzt so angespannt. Ich hab gar nicht, also, wahrscheinlich verwirrte Scheiße geredet oder gar nichts mehr. Boah, ich hab einfach gar keine Lust mehr. Ich hab einfach keine Lust mehr auf den Boss. Ich muss mich jetzt wirklich hart konzentrieren.
Okay. Ja. Is it over? Yes. The beat is, well, not silenced, but it can't reach here anymore. What were you thinking? You nearly brought about the end of the fucking world. Let's not forget your part in our duet. You were instrumental in unleashing the beat. Well, don't expect any more duets. We saved the world. Time for the curtain call. For now. Did we find out anything at all? When the beat took me, it knew me completely. Everything I am, was, and will be. But I knew it too. It felt familiar. Familiar? What do you mean? Better that I don't say. Your song is strange. I don't know what you are. Yet. Hey! Where are you going? What do you mean, familiar? Hey! Oh, fucking gowl. Okay. I need to find Grace. Okay, finden wir Grace. Holle. Oh, ey, der ist genauso beschissen wie der aus dem ersten DLC. Das, was halt wirklich unfassbar nervig ist. Also das Kämpfen macht hier Spaß, gegen die normalen Zombies macht Spaß so. Weil du dich geil durchschnetzeln kannst. Bei so einem Bossfight, wenn der so lange geht und wenn du dann stirbst, wenn ich jetzt noch gestorben wäre am Ende, ich hätte alles von vorne machen müssen. Und das ist halt die Scheiße, das motiviert bei diesem Spiel mich persönlich nicht. Finde ich es ja auch nicht so coole Herausforderung oder sowas, wie bei einem Dark Souls, Elden Ring oder so. Da macht es also, ja Spaß, das motiviert einen, dann nochmal den Boss von vorne zu machen. Aber hier ist es einfach nur, lame. So. Also, wenn du von vorne anfangen musst, weißt du, und das ist jetzt ein, zwei Mal passiert. Und ich hatte einfach keine Lust. Keinen Bock mehr gehabt, Alter. Gut, dass ich es jetzt geschafft habe, ey. Nee, du, ey. Und hier gibt es ja jetzt auch nicht die Möglichkeit, irgendwie den Schwierigkeitsgrad runter zu schrauben oder sowas. Das geht ja nicht. Hier. Dementsprechend musst du dich halt ja, durchbeißen. Ich meine, gut, ja. Ist okay, macht man halt, wa? Man macht es halt dann noch. Kurz vorm Ende, weißt du, so kurz vorm Ende, dann beiße ich halt irgendwie durch. So. Aber. Wie gesagt, hat jetzt natürlich für mich persönlich absolut nicht annähernd die Faszination. Von einem Souls-like-Game, wo du denkst, okay, komm, das ist ein bisschen schwerer, macht Spaß, oder? Ja, hier, als bei so einem Spiel, motiviert mich das persönlich gar nicht. Ja, genau, ja, jetzt sind zwei von den Fickern hier am Start, Mann. Ich renne. Ja, ich hab den doch getötet, Mann, warum kommt der jetzt nochmal? Wahrscheinlich einfach nur, damit dieser Gegner hier bei den, am Start ist, wa? Fürs Game, für den DLC. Wird schon wieder von allen Seiten angekotzt. Junge, Mann, warum? So, na, mal schauen, was mit Grace ist, wa? Ah, jetzt ist sie oben, oder was? Ach, die chillt hier in Ruhe. You did it. Without you, the beat would have consumed me. I owe you my life. It would have consumed everyone. You must have questions. I know we're Newman. The voices I heard were other Newman, from long ago. Maybe the future, too, I'm not sure. They started to explain, but... When you stop the beat, the voices stop too. It's all connected? When the beat broke through, it let the Newman in too. But now they're both gone. Fuck! They could have told me what I am. I'm sorry. Meh. It's more fun making it up as I go along. Will you stay here? This is still a dangerous place. The walls are thinner than ever and the beat is pounding against them. I'll stay. If the beat threatens again, I'll be here to face it. Alone? I can't hear the Newman, but I can still feel them. I'm never alone now.
What will you do? I don't know. Never do. Just do what feels right in the moment. But I'm still alive, so I must be doing something right. Take care of yourself, Grace. I'm sure I'll see you again. Down the line. Wow! Look, I shouldn't have told you to fuck off back then. That wasn't fair. Hey. Warte, warte, bevor ihr weiter quatscht. Das hau ich weg einfach mal. Don't worry about us. We're good. Great. Then let's never talk about it again. Das ist jetzt das Ende, oder was? Heiliger Bimbam, Leute. When the Newman talked to you, what were they saying? Something about energy and orbits. Orbits? They barely had a chance to speak before they stopped. The memories already started to evaporate, like a dream. So how'd you become a Newman? Oh, you know, the usual story. Got dropped in a pit of sewer zombies. Adapter get eaten, yada yada. Getting the feeling we're not all 100% on the same page. Tja, was soll ich dazu sagen? Do I need to worry about getting bitten? Maybe, maybe not. But zombies don't use safe words, darling, so I suggest you try not to find out. Understood. Understood. Okay, gut. If the right mood strikes, I could tear Zoms apart with my bare hands. Pretty neat party trick, huh? I have to try this. Ja, ich glaube, die feuern jetzt einen Spruch nach dem anderen ab. Ich würde gerne euch kurz nochmal hier die Knarre zeigen, ne? Dann machen wir Schluss. Freunde, ihr könnt erstmal eine Bewertung fürs Video da lassen. Ist klar, sollte Ehrensache sein. Sollte, eigentlich müsste ich das gar nicht erwähnen. Ist klar. Aber macht es, also macht es einfach. Dann gerne auch eure Meinung zum DLC. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den findet. Allgemein, auch im Vergleich zum ersten DLC. Ich muss sagen, ich fand den ersten DLC deutlich besser. Und der war jetzt schon okay, finde ich. Ja? Also, hat mir schon gefallen. Aber da wäre natürlich auch trotzdem noch mehr gegangen. Aber der hier ist ja wirklich, naja. Man hat ihn jetzt halt gezockt, so, ne? Naja. Man hat ihn halt so gezockt. Aber, ich sag mal, hätte man ihn jetzt nicht gezockt, hätte man auch absolut nichts verpasst, ne? Wie gesagt, okay, Mittelmaß. Mittelmaß. Gut, egal, Leute, ich laber schon wieder viel zu viel. Ich danke fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein und tschüss.